Hallo ihr Quirlinge, weiter geht's mit Sherlock Holmes in Sherlock Holmes Chapter 1 und dem nächsten Fall, der hoffentlich genauso gelungen sein wird wie der letzte Fall rund um den eisernen Sarg. Wir haben hier ein bisschen was zu tun, sagt das Ausrufezeichen. Ich nehme an, ein neuer Fall startet und bin gespannt, in welche Richtung er gehen wird. Ich habe mehrere Möglichkeiten. Wir haben dort in der Zeitungsredaktion ja Jasmin ... wie auch immer sie hieß. Und die ist ja total stinkig auf Brüderchen Mycroft und selbiges ist jetzt auf Cordona. Das könnte zu Problemen führen, mit denen wir konfrontiert werden. Schauen wir mal. I wish to be alone. Okay, sie ist es gar nicht. Was ist dann das Problem? Killed with one perfect shot to each eye. Can you imagine? Edelleute haben einen Fall. Na dann, probiere ich das mal. Killed with one. Herausfinden, wo sich der unglaubliche Mord zugetragen hat. Alte Ruine nach Sonnenbandenkrieg nicht. Okay, alte Ruine, präziser Treffer. Killed with one perfect. Das würde ich sagen, nein, nein. Das. Die Leute erzählen sich, dass jemand in der alten Ruine im Südwesten von Gwenzerai getötet wurde. Angeblich wurden dem Opfer beide Augen ausgeschossen. Wie bitte? Für mich klingt das eher nach einem Schauermärchen, aber ich sollte der Sache vielleicht trotzdem nachgehen. Unter Blinden, neuer Fall. Lasst uns erstmal kurz schauen. Gwenzerai, das ist der Stadtteil hier unten. Südwesten, ach da unten, richtig. Da in der Nähe hatten wir die Lupe gefunden. Verstehe. Schauen wir, was wir hier erfahren haben. Das ist bisher das, was ich gerade vorgelesen habe. Gut. Dann machen wir uns auf den Weg. Und die gute Zeitungsredakteurin, die auch irgendwie verdeckt für das Empire arbeitet, ist unschuldig an diesem neuen Fall. Zumindest im Augenblick. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Wir kürzen ab. Und schauen uns den Tatort mal an. Wo ist John eigentlich? Hoffentlich kann er Schritt halten. Aber ich denke mir, John ist schon wieder da. Good day, sir. Merhaba. Good day to be alive. And by extension, a poor day to take a bullet. Why are you just standing there? I came to take the deceased to the cemetery, but caught sight of Mother Nature's bounty and had to drink my fill. He won't mind anyway. Let me tell you, friend, the sweet sea air, the calming whisper of the waves, it's a salve for all ills. Do you know what happened here? Officer said there was a duel, shots fired, and then that fellow took his last breath. Reminds me of last year. So the inspectors have been and gone? Of course. Police don't let an undertaker do his work before they finish theirs. You mentioned a previous incident. It was in the old city ruins. I remember the deceased was very rich. Front page news, very, very rich he was. But a coin makes a poor shield, as I always say. And who needs it when a view like this is free? Who died? Oh, no, 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 mister. It is not my place to say. Not your place? Nonsense. As you say, he won't mind. Death with dignity, that's all we can hope for, sir. He doesn't need his name out there. We're done. Das ist der Bestatter, der hier das Opfer schon eingesammelt hat. Die Polizei war schon da.
Wieso ist der Sarg leer? Naja, er ist gerade nicht in Stimmung, seine Arbeit zu verrichten. Jedenfalls ist die Polizei schon durch. Ach, da liegt er noch. Na gut. This man is no more. He's ceased to be. He's expired and gone to meet his maker. He's a stiff, bereft of life. He rests in peace. You know the rest. Okay, also. Aussage des Bestatters. Der Bestatter glaubt, dass der Tod des Mannes auf einen tragischen Duellunfall zurückzuführen ist. Die Polizei hat ihre Ermittlungen am Tatort bereits abgeschlossen. Der Bestatter weigerte sich, mir den Namen des Opfers zu verraten. Vielleicht kann ich ihn ja zum Reden bringen, wenn ich ihm beweise, dass es kaltblütiger Mord war. Der Bestatter erwähnte, dass bereits in der Vergangenheit ein Duell auf Gordona tödlich geendet hatte. Das Duell war letztes Jahr in der Altstadt ausgetragen worden und hatte als Schlagzeile auf der Titelseite der hiesigen Zeitung Erwähnung gefunden. So viel Mord und Totschlag auf so einer kleinen Insel, unglaublich. Sherlock, du ziehst das irgendwie an. Also haben wir eins, den Toten, wir haben hier zwei noch irgendwas. Fußabdrücke und so weiter. Gibt's auch noch was Drittes? Was machst du denn da? You know what, that undertaker has a point. It is beautiful here. Hier liegt eine gelbe Jacke. Gehört die zu dem... Ne, die hat sogar einen Kleiderbügel noch drin. Ah, hier ist die 4. Und da ist die 3. Aha. Also 1, 2, 3, 4. Ich denke, mehr als 4 gibt es nicht. Dann schauen wir uns mal die Bescherung an. Und ja, die gelbe Jacke gehört zu ihm. Farblich. Also. The bullet entered the heart at an angle, implying it was fired from an elevated position. He died instantly. Okay. Von schräg oben erschossen. Was schon mal gegen ein Duell spricht. Predictably, the rumors were exaggerated. The blindfold is intact, with both eyes unharmed. Aha. Die haben Blödsinn erzählt. Schlüssel. A key for a birdcage? I'll take it. Aha. Schlüssel mit Vogelgravur. Noch irgendwas an den Füßen? Die Hand. Komme ich gar nicht hin. Da, oder? Nee, das ist nix. Die Hand. Achso, die Waffe natürlich. A Webley top break revolver. Aha. Blank cartridges filled with a wax-covered gelatin bullet. Effectively harmless, even at close range, but leaves a nice red splash on impact. Aha. Das ist alles hochgradig interessant. Also, wir haben einen Schlüssel, den ich in einer der Taschen des Opfers gefunden habe. Ein Vogel ist eingraviert. Mhm. Und wir haben hier, das Opfer hatte verbundene Augen und starb an einem einzelnen Schuss mitten ins Herz. Der Schuss wurde aus erhöhter Position abgegeben. Unweit der Leiche fand ich einen Webley-Revolver mit ungefährlichen Farbpatronen. Oh. Was finden wir hier? The duelist eventually reloaded his gun, but all the cartridges were filled with red non-lethal rounds. Aha. Das war sein Kontrahent hier. A blindfold, discarded or lost. Hier muss ich dann den da machen. Hm.
Your opponent was behind you. Bitte? Ah, der stand so. Also, ja. Erstmal durchlesen. Aus irgendeinem Grund drehte sich einer der Duellanten von seinem Gegner weg und schoss in die entgegengesetzte Richtung. Er hat total die Orientierung verloren. Aber warum? Also, sie wollten sich mit verbundenen Augen duellieren mit Patronen, die, wenn sie den Gegner getroffen hätten, das hätte der Gegner gemerkt, der Getroffene, wäre aber nicht verletzt worden, hätte aber einen schönen roten Fleck an der Kleidung gehabt und ja, der, der zuerst trifft, hätte gewonnen. Also ein Duell mit unblutigem Ausgang, auf alle Fälle. So, einer ist erschossen worden, allerdings aus erhöhter Position, was dafür spricht, dass da oben jemand gewesen ist. Und der zweite Duellant, der hat sich auch umgewendet. Warum? Das müssen wir herausfinden. Vielleicht hat er was von hier oben gehört und hat die Orientierung verloren. Komm ich hier hin? Nein, nicht wirklich. Auf der anderen Seite sieht es einfacher aus. Red stains, relatively fresh. Aha. Der Duellant von unten hat hier nach oben geschossen. Der hat wirklich die Orientierung verloren. Und der hier oben war, hat nach unten geschossen, allerdings auf den anderen. So, was soll ich jetzt hier rauskriegen? Vielleicht den nochmal anklicken. Nee, das ist es nicht. Oh. Naja, machen wir mal den Rest. Und dann gehen wir nochmal nach oben. So, es fügt sich ja schon ganz gut zusammen, dieses Bild. Aber wir werden garantiert gleich irritiert. Zum Beispiel von dem hier. The corner of the box is broken, likely from being dropped. Aha. Blank cartridges filled with red wax-covered gelatin bullets. Most assuredly non-lethal, if rather theatrical on impact. A case for dueling Webley revolvers. Aha, ist runtergefallen. Na gut, kann passieren. Regeln des Clubs. Die verbindlichen Regeln des Clubs der Blindduellanten. Erstens. Über den Club der Blindduellanten darf nicht gesprochen werden. Jede Gelegenheit, sich im Schießen zu üben, muss wahrgenommen werden. Drittens, jegliches Blutvergießen bei Duellen oder anderen Zusammenkünften des Clubs muss vermieden werden. So. Und Einwilligung der Duellanten. Wir, die Unterzeichner dieser Einwilligung, stimmen hiermit zu, dass dieses Duell unter den strikten Regeln des Clubs der Blindduellanten abgehalten wird. Der Sieger möge zum Schützenkönig der Blindduellanten gekürt werden. Unterzeichnet von EVS und JD. Beglaubigt von HFVC. Ehrbarer Schiedsrichter und Präsident des Clubs der Blindduellanten. Gosh, how exciting. I always wanted to be a member of a club. I bet you couldn't join. No good at following orders, are you, Sherry? Ah, a contest then. I shall prove my blind devotion, so to speak, to their inane rules, and you shall eat your words. Und wieder eine Herausforderung von John. So, ich glaube, den Bleistift kann man ignorieren. Also,
Wir haben die Regeln des Clubs, wir haben die Einwilligung, habt ihr alles gerade schon von mir vorgelesen bekommen. Dann hier, befolge die drei Regeln des Clubs der Blindstuhlanten, während du den Fall löst. Und das ist, wir sprechen nicht über den Club. Jede Gelegenheit, sich im Schießen zu üben, muss wahrgenommen werden. Und jegliches Blutvergießen bei Duellen oder anderen Zusammenkünften des Clubs muss vermieden werden. Na, schade. So. Aber was ist jetzt hier oben das Problem? Irgendwo da oben habe ich diese Farbspritzer gefunden. Das heißt, Duelland überlebt. Oder Duelland überleben, sagen wir so. Hat hier nach oben geschossen. Aber warum? Diese komische Lampe hier sagt gar nichts aus. Ah, hier ist was. A Lamat Revolver, 42 Caliber. One chamber is empty, the others are filled with live rounds. Aha. Das ist der Revolver, der die Tatwaffe bildete. Warum der hier liegen gelassen worden ist, weiß niemand so genau, ist aber sehr zuvorkommend für die Falllösung. Und jetzt können wir rekonstruieren, aber vorher nehme ich das mal weg. Was war das? Ja. Nehme ich mal weg, dass ich das ja angeheftet hatte. Dann haben wir ein bisschen mehr Sicht auf den Tatort. Und auf Sherlock. Okay. Rennt weg. Unverletzt. Würde ich nicht so sagen, dass das so ist, gewesen ist. Wird getroffen und fällt hin. Das ist irgendwie logischer, ha? Ja. Gibt nur die beiden Varianten und das hier ist die, die ich favorisiere. Hier. Der hat nach oben geschossen. Das ist auch relativ sicher. Das ist nicht so gewesen. Er steht ja sogar auf seinen eigenen Fußtapsen. Dann hier. Es mag noch ein Schiedsrichter dabei gewesen sein, ja, aber warum sollten die sich alle gegenseitig mit Waffen bedrohen? Das verstehe ich gerade nicht. Das ist viel logischer. Wir haben eine Kiste mit zwei Waffen gefunden und die wurde, ja, den Duellanten zur Verfügung gestellt. Ja, das ist Quatsch. Das ist es gewesen und irgendwie ist wahrscheinlich dem Duellschiedsrichter oder wie man das nennt, ist irgendwie die Kiste runtergefallen. Nee, von hier aus wurde der nicht erschossen. Hier ist die Kiste runtergefallen, genau. So, und hier oben, da stand einer und hat von oben geschossen. Das ist ja eigentlich total naheliegend und offensichtlich. Das war schon in anderen Fällen viel, 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 viel verworrener. Er hat hier gewartet. Der Typ mit Zylinder. Ah. Das könnte falsch sein. Also hier bin ich mir gerade nicht sicher. Warum bin ich mir nicht sicher? Weil es wurde zwar von hier oben geschossen. Aber warum soll es der Typ mit dem Zylinder sein? Na ja gut, es muss der Typ mit dem Zylinder gewesen sein, weil
Der Typ mit dem Zylinder müsste ja gesehen haben, wenn von hier oben jemand schießt. Er ist ja nicht derjenige, der sich die Augen verbunden hat. Mal gucken, ob es stimmt. Ja. The victim was killed by someone up on the wall. It may have been the referee who took advantage of the duelists while they were blindfolded. This seems plausible, but I must consider all options. What if there was another person here? Ja, genau. Das war ja auch gerade mein Gedankengang, dass der Schiedsrichter stand wahrscheinlich hier. Und wenn er hier stand, hat er wegen der Säulen nicht unbedingt gesehen, dass er da oben geschossen worden ist. Zu nah dran wird er nicht gestanden haben. Das wäre auch irgendwie zu auffällig, wenn der Schiedsrichter es selbst war. Wir können den Fall ein zweites Mal rekonstruieren. Kann das sein? Immer mal was Neues. Okay, also die Sachen, die hier unten passiert sind, das ist jetzt fix. Aber offensichtlich kann sich das hier oben anders abgespielt haben. Genau, dass eine unbekannte Person geschossen hat. Was spricht dafür, dass eine unbekannte Person geschossen hat? Hier unten, das mit dem herabfallenden Kasten, ist vielleicht von Bedeutung. Er nimmt irgendwo eine Waffe und lässt dann die Kiste fallen. Dass er hier schießt, darauf gibt es keine Hinweise. Dass er selbst erschrocken war, dass er den Kasten fallen gelassen hat. Ja, vermutlich wird der Typ, der dieser Duellschiedsrichter, wird den Kasten, also diese Waffenkiste, wahrscheinlich die ganze Zeit in der Hand gehalten haben, weil das dauert ja eigentlich nicht so lange, so ein Duell. Wahrscheinlich trifft dann schon irgendwann der eine den anderen. Und dann ist das Ding nach einigen wenigen Augenblicken vorbei. Und dann nehmen die sich ihre Binden wieder ab und packen die Waffen gleich wieder in den Kasten, der immer noch offen gehalten wird. Und so hat der hier vielleicht hinten gestanden. Und als dann ein lauter Knall kam, lauter als diese Platzpatronen oder diese Trickpatronen, hat er sich erschrocken und hat bei der Gelegenheit die Kiste fallen lassen. Das ist am wahrscheinlichsten, wenn er selbst nicht der Täter war. Stimmt, Sherlock? The victim was killed by someone up on the wall. There may have been someone else here, a fourth person waiting for an opportunity to strike. Ja. John. Ein Mörder mit unglaublichen Schützenfähigkeiten. Wie aufregend. Ich hoffe nur, dass er letzten Endes nicht uns ins Visier nehmen wird. Ja, das ist richtig. Wieso hast du hier so ein Rückgrat gezeichnet? So eine Wirbelsäule? Das ist komisch. Wie dem auch sei, hier, da haben wir jetzt diesen Lehmatt-Revolver, das ist die Tatwaffe. Ein Lehmatt-Revolver Kaliber 42 mit echten Patronen am Tatort gefunden. Vogelkäfigschlüssel oder Vogelgravurschlüssel, da kommen wir hier nicht weiter. Ja. Drei Männer fanden sich in der alten Ruine für ein Duell ein. Einer von ihnen fungierte als Schiedsrichter.
Beide Duellanten ließen sich als Teil des Duellprozederes die Augen verbinden und verwendeten ungefährliche Farbpatronen. Während des Duells wurde das Opfer von einem unbekannten Täter erschossen, der hinter einer der Ruinenmauern stand. Bei dem Täter könnte es sich um den Schiedsrichter oder um eine vierte Person handeln. Das ist nämlich total unsicher im Augenblick. So, Bestatter. Können wir dir jetzt glaubhaft machen, dass das hier kein Duellunfall war? Denn dann würdest du uns vielleicht ein bisschen, ja, entgegenkommender behandeln, wenn wir in dein Lagerfeuer treten? Sometimes I think beauty can blind you, or you can be blind to beauty, you know? Did he see it all around him, do you think, before he covered his eyes and drew his pistol? Darüber spreche ich nicht, um die Herausforderung von John zu meistern. Can we please leave the nattering behind? Oh, friend, relax. Life's too short to be short with people. Ich kann ihm... Ah, ich habe die erste Regel befolgt. Ah, verstehe. Ich kann ihm einen Beweis präsentieren. Was ist das hier? Nee, natürlich der Tatrevolver. Das ist das. Das ist doch der Beweis. I'm not sure what to say. Was? Okay. There is more to this case than meets the eye. The victim fell not to his dual opponent, but a hidden marksman in the ruins. Abandon your oversimplistic ideals and tell me the name of the deceased so his killer can be caught. Ah, that is wrong, to be sure. Okay, the man's name was Erik von Staub. I heard the officers say that he lived in Skaladio. At last. You may return to your vacant stare. Wie war das gerade? Abandon your oversimplistic... Was war's? Das war auf jeden Fall großartig. Ach, ich hab's mir nicht merken können. Aber ich habe ja die Videoaufzeichnung. So, jetzt können wir hier eigentlich gehen. Denn... Okay, also ein wahrer Blindduellant. Die erste Regel habe ich bereits befolgt, nicht über den Club zu sprechen. Das heißt, ich muss diese Regel nicht noch ein weiteres Mal besprechen. Als nächstes muss ich dann, wenn es chronologisch geht, jede Gelegenheit, sich im Schießen zu üben, wahrnehmen. Und hier, der Name des Opfers lautet Erich von Staub. Er lebte irgendwo in Skaladio. Auch da brauchen wir eine Archivrecherche. Ja, es geht weiter in einem Archiv, auf alle Fälle. Das eine ist auf jeden Fall das Zeitungsarchiv, der Fall aus dem letzten Jahr, der auf der Titelseite war. Bei dem zweiten tippe ich eher aufs Polizeiarchiv. Also, es war im letzten Jahr. Personengruppe. Es war ein sehr reicher, der im letzten Jahr zum Opfer fiel, also ein Prominenter. Es war auf der Titelseite. Nein. Dann nehmen wir das hier raus und sagen Stadtteil Altstadt, weil da hat es stattgefunden. Auch nicht. Oh, schwierig. Ach so, ich muss ja was anderes. Darum geht's ja. Ich habe hier zwei verschiedene Archivrecherchen, richtig. Und jetzt habe ich das gerade damit abgeglichen. Das ist natürlich falsch. Ich muss das hier jetzt haben. So, jetzt muss es aber passen, richtig? Genau. Corona Chronicle 1879. Tragischer Vorfall in der Altstadt. Der Erbe einer der wohlhabendsten Familien Cordonas starb in noch jungen Jahren bei einem Duell mit verbundenen Augen. Das Opfer, das nicht namentlich genannt werden darf, bis alle Familienmitglieder informiert wurden, trat in die falsche Richtung
und stürzte von einer Klippe in den Tod. Die an diesem kuriosen Duell beteiligten Personen brachten ihr tiefstes Bedauern zum Ausdruck und gelobten, sich nie wieder zu duellieren. Das ist wirklich kurios. So, jetzt der andere. So. Das will ich jetzt haben, genau. Das ging gerade nicht. Jetzt das Opfer mit verbundenen Augen. Ist es überhaupt... Nee, das ist keine Zeitungsrecherche. Das ist eine Polizeiarchivrecherche, da bin ich recht sicher. Hoffentlich irre ich mich nicht. Nicht so schnell rennen, sonst erschrecken sich die Ladies hier im Archiv. Dann zeig mal, wie gut du recherchieren kannst. Also, es handelt sich um... Tja, worum handelt es sich? Wir wissen den Namen des Opfers. Erich von Staub. Stadtteil ist Grand Serai. Und Tatwerkzeug ist ein Webley, also ein, ja, ein Revolver im weitesten Sinne. Stimmt das? Nein. Vielleicht die Vorgehensweise? Auch nicht. Verbrechen. Ah, okay. Ein Gewaltdelikt im weitesten Sinne. In der alten Ruine wurde ein Mann erschossen. Das Opfer wurde als Erich von Staub identifiziert, geboren 1857. Ledig, gestorben 1880. Er ist nur 23 geworden. Das arme Schwein. Wohnort, anwesend der von Staubs auf Cordona. Verwandte, Irma von Staub, Mutter, gestorben 1877 bei einem Reitunfall. Gerhard von Staub, Vater, gestorben 1877, ebenfalls bei einem Reitunfall. Magda Irma von Staub, Schwester, wohnhaft auf dem Anwesen der von Staubs in der Baskerville Street zwischen der Vernet Street und der Bonaparte Street im südlichen Teil von Scaladio. Also Baskerville zwischen Vernet und Bonaparte. Dann müssen wir mit ihr wohl als nächstes sprechen. Baskerville zwischen Vernet und Bonaparte. Die Baskerville Street ist lang. Ah, hier. Da ist die Bonaparte Street, da ist die Vernet Street, da ist die Baskerville Street. Also hier irgendwo muss das sein. Tja, die erbt jetzt alles. Dass beide Eltern bei einem Reitunfall sterben, ist auch... Naja, eigentlich verunglücken doch nicht mehrere Personen bei einem Reitunfall, oder? Naja, gucken wir mal. Der Schütze oben in der Ruine kann auch eine Schützin gewesen sein, theoretisch. Ich muss weiter in diese Richtung. Wir kommen dem oder der Täterin schon auf die Spur. Extra, extra! Coppello walks free! Basilio Coppello released today by the court. The island spared potential retaliation from the deities. Interested in some Cordona news? Auf alle Fälle. Das habe ich ja bewerkstelligt. Das will ich kaufen. Check the front page. You...
You won't regret, richtig, Konsequenzen, das lesen wir. Nach einer kurzen Anhörung vor Gericht hinsichtlich des Mordfalls Niccolo Detti wurde Basilio Coppello heute wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Inhaber von Amor Coppello hatte sich in einer misslichen Lage befunden, nachdem das Opfer in einem Tresor seiner Firma tot aufgefunden worden war. Dank des Anwalts der Familie und eines unwiderlegbaren Alibis seiner Frau Augusta musste die Anklage gegen Mr. Coppello fallen gelassen werden. Sichtlich erleichtert verließen Mr. und Mrs. Coppello Hand in Hand das Gerichtsgebäude. Auch die Bevölkerung von Cordona hat allen Grund aufzuatmen, da der Insel potenzielle Vergeltungsmaßnahmen der Dettis erspart bleiben dürften, nachdem Mr. Coppellos Unschuld zweifelsfrei festgestellt werden konnte. Also, den letzten Absatz, den glaube ich nicht. Für die Dettis muss es doch so aussehen, dass natürlich Frau Coppello, Herrn Coppello ein wasserdichtes Alibi besorgt. Dass die unter einer Decke stecken, ist doch völlig klar. Was die Dettis freilich nicht erklären können, wieso denn da ihr Niccolo dort in diesem Firmengebäude der verfeindeten Familie rumscharwenzelt und dort zu Tode kommt. Das ist natürlich für die Dettis wahrscheinlich ein riesengroßes Fragezeichen. Aber Herr Coppello hat ja auch nichts verbrochen, wie wir scharfsinnig herausgefunden haben. So, dann hier, das war hier vom letzten Jahr der Artikel. Und das ist jetzt hier der Polizeibericht, richtig. Und regretted. Ja, I didn't regret. So, anwesend der von Staubs. Was hier? Offensichtlich. Hallihallo. Miss von Staub is awaiting the police, sir. Perhaps you might visit on another day. Aha. Müssen wir uns jetzt verkleiden, oder? Miss von Staub is awaiting the police, sir. Perhaps you might visit on another day. Miss von Staub is awaiting the police, sir. Perhaps you might visit on another day. Ja. Es steht jetzt zwar nicht da, dass ich mich verkleiden muss, aber nach dem, was er gerade gesagt hat, ist das doch eigentlich total naheliegend, dass wir jetzt die Polizei mimen. So. Ach, aber mit Brille, warum nicht? Okay, Polizisten haben solche Bärte, verstehe. Und geschminkt sind sie eher nicht. Ja, das muss ausreichen. Good day, officer. Miss von Staub awaits you in her boudoir. Was auch immer ein Boudoir, jetzt schreibt's mir in die Kommentare. Good day, officer. Oh. Miss von Staub awaits you in her boudoir. Ja, das ist wohl das hier. Nee? Was ist ein Boudoir? Ich weiß nicht, was ein Boudoir ist. Red Deutsch mit mir, nicht Französisch. Good day, officer. Ah, okay. Miss von Staub awaits you in her boudoir. Ah, das ist ein Boudoir. Für mich ist es ein Salon. Egal. Oh je. Sie trauert. Nachvollziehbar, wenn sie mit der ganzen Sache nichts zu tun hat. Good day, miss. I regret to disturb you at this tragic time, but could you spare a moment? Oh, officer, I've been waiting. Is his body still in that horrible place? A horrible place? I should introduce you to the undertaker. But first, you and I shall get to know one another. Also, dieser Nebensatz, sie sagte ja gerade, befindet sich der Leichnam meines Bruders immer noch an diesem schrecklichen Platz? Und seine Antwort war, schrecklicher Platz, ich sollte sie dem Bestatter vorstellen. Also dieser Nebensatz ist nicht dazu geeignet, sie zu beruhigen. Der wirft nämlich immense Fragen auf, die sie total aufregen müssten normalerweise. Sherlock, deine Sozialkompetenz ist ausbaufähig. Sie hat ein fahles Gesicht. Ja, das passt ins Bild.
Sie hat eine fettige Stelle. Sie benutzt Hautsalbe. Was ist denn das? Alte Blutergüsse. Hat sich sein Bruder misshandelt oder wer? Getrocknete rote Farbe. Hä? Frischer Bluterguss. Frische, mehrfarbige Flecken. Die wird doch nicht in diesem Trauerkleid da oben rumgeschossen haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. So blöd kann sie doch nicht sein. So, irgendwas fehlt noch. Da. Sie trauert. Okay. Magda von Staub, eine schwächlich und traurig wirkende junge Dame in ihren 20ern, ist Erich von Staubs Schwester. Sie trägt ein schwarzes Band, um ihre Trauer zum Ausdruck zu bringen. Ihr Gesicht sieht müde aus. Sie ist elegant gekleidet, doch ihr äußeres Erscheinungsbild zeigt zwei interessante Auffälligkeiten. Erstens. Mehrfarbige Flecken, die auf eine Leidenschaft für die Malerei schließen lassen. Die Farbe Rot überwiegt. Zweitens. Deutliche Rückstände einer Salbe auf ihrem Kleid, was darauf hindeutet, dass sie diese Salbe oft verwendet. Zudem fielen mir mehrere Blutergüsse auf, deren Heilung unterschiedlich weit vorangeschritten ist. Sie scheint die Salbe medizinisch anzuwenden. Miss von Staub lässt eine Blutkrankheit behandeln, die der Grund für ihre Müdigkeit und Hautflecken sein dürfte. Oder? So, das oben ist das Gleiche. Mehrfarbige Farbflecken, die auf eine Leidenschaft für Malerei schließen lassen. Die Farbe Rot überwiegt. Zweitens. Deutliche Rückstände einer Salbe auf ihrem Kleid. Was darauf hindeutet, dass sie diese Salbe oft verwendet. Das ist auch das Gleiche. Miss von Staub versucht, ihre Blutergüsse zu verbergen, weil sie sich dafür schämt. Sie ist ein Opfer häuslicher Gewalt, das regelmäßig geschlagen und im eigenen Zuhause gefangen gehalten wird. Also, ich hatte nicht den Eindruck, dass sie hier irgendwas verbirgt. Diese Flecken waren ja total offen sichtbar an den Handgelenken. Sie hätte ja auch irgendwelche schwarzen Spitzehandschuhe tragen können. Oder irgendwas, was noch längere Ärmel hat oder dergleichen. Also ich glaube nicht, dass sie etwas verbirgt. Meine erste Intuition war zwar, dass sie Opfer häuslicher Gewalt ist, aber aber sie verbirgt das ja nicht. Außerdem im Gesicht ist sie nicht geschlagen worden, offensichtlich. Das ist an den Händen, hast du das an den Armen? Boah, schwierig. Ich will mal ans Gute in den von Staubs glauben und tippe auf die Krankheit, bin mir aber überhaupt nicht sicher. I am Officer Holmes. I take it you are Magda von Staub, the sister of the deceased? Oh, pardon me. Yes, I am. My deepest condolences, Miss von Staub. Your brother's body will be returned to you shortly, as I believe the case will soon be closed. Nevertheless, there remain some formalities requiring attention. May I ask you a few questions? Oh, if you must. But I'm unsure if I will be of much help. Do you know if Mr. von Staub had any enemies? Someone that may have sought to do him harm? Enemies? I don't know. He and I did not discuss such matters, and he was rarely called upon by visitors. My brother's only guests were his friendly contests,
but I was not allowed to participate. I merely heard it all from my room. Contests? Eric would practice shooting on the patio, and occasionally friends would join him, but I couldn't tell you if they ever argued. May I take a look at Mr. von Staub's room? His personal effects may prove invaluable in our understanding of the case. Please do. Here's the key. Wir dürfen sein Zimmer untersuchen. Where were you when your brother died, Miss von Staub? I was here painting Eric's portrait. My God, you could have asked the servants. Alas, I needed to hear it from your lips. Forgive my intrusion, but I must inquire about your bruises. Did you take a tumble? Oh, I have a weak disposition. It's not so bad, but my skin marks more easily than a peach. It's the least of my sorrows. Okay, das Profil war korrekt. Zumindest nach dem, was sie behauptet. Sie hat eine Krankheit, dass sie sehr, sehr leicht blaue Flecke bekommt. Aha. Und sie malt. Okay. Also, wir fassen zusammen. Das ist das Profil, das haben wir gerade erarbeitet. Das scheint richtig zu sein. Wir haben den Schlüssel mit einer Pferdegravur bekommen. Das Schlüssel mit Pferdegravur, Schlüssel mit Vogelgravur. Da gibt es doch irgendwelche Zusammenhänge. Und wir haben hier Magda von Staubs Aussage. Sie selbst sagte, man könne die Diener ja fragen und das bestätigen. Das werden wir auch tun. Da hinten geht es offensichtlich weiter, oder? Na, es kann sein, wenn hier Bruder und Schwester zusammenleben, dass Schwester links, Bruder rechts. Da ist bestimmt das Zimmer des Bruders. Du da! Was ist ein Boudoir? Klär mich mal auf. Good day, Officer. Miss von Staub awaits you in her Boudoir. Excuse me, just one question. I'll gladly tell you everything I know, Officer. Aha. Die Bediensteten der von Staubs bestätigten, dass Miss von Staub das Haus am Tag des Todes ihres Bruders nicht verlassen hat. Ja, das passt ins Bild. Im Moment habe ich sie überhaupt nicht im Fokus, selbst die Schützin gewesen zu sein. Und wenn, dann nur als Auftraggeberin. Also, das, wenn sie die, also sie hinter dem Mord steckt. So. Die zweite Regel des Blind-Duell-Clubs heißt, jede Gelegenheit, sich im Schießen zu üben, muss wahrgenommen werden. Wir haben gehört, dass der Erich von Staub im Hinterhof oder im Hof des Anwesens Schießübungen abgehalten hat. Wahrscheinlich müssen wir das auch tun, wenn wir hier die Herausforderung von John absolvieren wollen. Sehr gut. Ja, als nächstes wäre jetzt das Zimmer von Erich dran. Good day, Officer. Ja, ja, ja. Miss von Staub awaits you in her boudoir. Wir schauen uns aber hier noch kurz um. Denn hier ist noch was. Das sind die Eltern. It appears the parents are dearly missed. Our beloved parents, 1875, Baden-Baden. Rest in peace. Only German composers feature here. Aha. Beethoven. Es passt erstmal ins Bild. So, irgendwas, was mir auffällt. Die Einrichtung. Also, ich muss einfach. So bronzefarbene Bezüge in der einen Sitzgruppe. In der anderen
so, naja, sagen wir mal so, Weinrot-Kirschfarben, so in die Richtung. Ein grüner Kamin. Die Blumen gelb hier und violett hier hinten. Der eine Teppich rot, wie auch das Parkett, der andere wieder eher grün. Es ist alles in allem ein bisschen zu kunterbunt durcheinander. Also nichts von alledem hier ist jetzt ein grober Stil-Fauxpas, aber irgendwie eine Farbkombination weniger würde dem Zimmer gut tun, glaube ich. Und wahrscheinlich müsste man sogar die roten hier rausnehmen, weil das ist dann irgendwie auch nicht irgendwie, das ist, weiß auch nicht. Weil die Vorhänge ja auch schon wieder so eine rote Farbe haben. Na gut, geht's hier weiter? Wahrscheinlich nicht. Doch, es könnte in den Hof gehen. Richtig, das ist der Hof. Okay, da müssen wir Schießübungen machen, denke ich. Was das ist offensichtlich alles irrelevant. Also es gibt überhaupt keine Indizien, dass sie irgendwas Böses im Schilde führte oder geführt hat. Und das hier ist das Zimmer des Bruders, ganz sicher. Nein, ich täusche mich. Verdammt. Ja, bitte nicht nochmal. Good day, Officer. Miss von Staub awaits you in her boudoir. Ja, ja, ja. So. Und ich erwarte euch hier in diesem lauschigen Hof. Hier werden wir Schießübungen machen und wir werden irgendwo das Zimmer von Erich von Staub ausfindig machen und es ebenfalls untersuchen, denn das ist das Opfer und da werden wir unter fallenden Blütenblättern einige Hinweise finden für die Lösung dieses interessanten Falls und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei im nächsten Teil. Bis dahin!